Willkommen, Freunde! Wikipedia hat sein Team oder sein Teamvorschlag eingesendet aus Absol, Amoroso, Glurak, Logok, Slimog, Magneton. Auf den ersten Blick fällt eine sehr massive Schwäche gegen Gesteins-Pokémon auf. Insgesamt vier Pokémon sind da, Boden-Pokémon. Vier Pokémon sind davon betroffen, das ist echt übel. Kangama kann Erdbeben im Set haben, genauso wie Elevoltek. Oh, Schluck auf. Oh, das könnte echt bitter werden für uns. Das Problem ist, Simsala macht uns ja auch ein bisschen die Hölle heiß, weil Simsala Slimog, ouch. Simsala Logok, ouch. Amoroso, Simsala, ouch. Absol, Simsala, ouch. Wegen Fokustoß. Das könnte echt bremslich bzw. sehr schmerzhaft werden. Puh, mit wem öffne ich? Ich schätze sogar, dass er hier mit einem Kangama versucht zu öffnen. Amoroso, Logok oder Glurak. Das ist halt mein speziell defensives Glurak. Ich versuch's. Das ist ein ganz eigenes Glurak-Set. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier in der Situation funktioniert. Das könnte sich sehr schwer gestalten. Da kommt ein Suicune. Sogar mit extra Funkel. Okay. Ein Shiny Suicune. Ich habe zumindest jetzt eine gegnerische Öffnung, die jetzt nicht das ist, was ich gedacht hatte, was hätte sein können. Siedewasser. Ja, die Verbrennungstaktik. Das ist das Einzige, was mein Slimog hier so nicht kompensieren kann, muss man ganz ehrlich sagen. Weil er keine Erholung im Set hat. Das ist so schade eigentlich. Aber gut, dafür habe ich ja quasi auf Eschnatoll, mein Eschnatoll ist dafür Spezialist, jemanden auf den Sack zu gehen. Aber leider nicht mit Slimog. Genau das ist jetzt das, was mir das Problem machen wird. So. Wir werden nämlich nicht genug heilen können, um das zu kompensieren. So, entweder wird er jetzt wechseln oder sonst irgendetwas tun. Ich setze jetzt die Plage ein. Okay, vielleicht setze ich auch einfach auf Erholung. Nein, er ruft zurück. Das war fast schon abzusehen. Oh Gott. Ernsthaft? Also das ist... Jetzt geht er gleich mega und dann burstet er uns die Seele aus dem Leib. Wahrscheinlich. Ich überlege gerade, was ich tue. Die Sache ist die, ich kann jetzt auf Gift gehen. Ja. Dann könnte ich ihn aber nicht mit dem anderen Glurak verbrennen. Das wäre dann unmöglich. Aber Gift macht in dem Punkt mehr Schaden. Und wirkt auch früher. Ich mach Gift. Ja klar, mega Kangama. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war froh, eine Zeit lang die nicht sehen zu müssen. Aber jetzt kommt die... Das ist der Return of the Mega Gamma. Okay, Steigerungshieb. Okay. Ich glaube, selbst jetzt hätte eine Verbrennung auch wenig Sinn gemacht. Halt den Schaden zu kompensieren, das wäre schon quasi Idiotie. Aber wir können den Gegner eventuell noch ein wenig hinhalten. Auch wenn wir vielleicht vom Giften langsam niedergestreckt werden. Wir haben Gift, wir haben Plage drauf. Zwei Züge können wir dir noch schenken, mein Freund. Wo du das erleiden musst, bevor du hier irgendetwas tun kannst.
Erdbeben, das war so klar. Oh Gott. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, er schenkt mir jetzt dadurch einen freien Zug. Komm schon. Mach wieder Erdbeben, bitte. Ja, er tut's. Wunderbar. Wunderbar. Nein, 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 bloß nicht kämpfen. So. Slimehawk, du übernimmst wieder. So. Oh, bitter, bitter, mein Freund. Jetzt hat er auf den Tiefschlag gesetzt. Oh, und das ist kein Gamma Down. Wow. Er ist mir in der Runde zumindest auf den Leim gegangen. Zumindest da. Puh. Okay. Kommt drauf an, was er jetzt reinholt. Er hat ein Suicune, was vergiftet ist. Okay. So. Ich setze einfach auf die Plage. Er macht Siedewasser, das ist klar. Gut, einen Zug halten wir noch durch. Wir können ihn mit der Plage definitiv noch ein wenig kitzeln. Und das Gift dadurch etwas in die Höhe treiben. Ja, also einen, glaube ich, Verbrennungstick halten wir jetzt noch durch. Okay. Jo, das halten wir noch durch. Dann kommt die Plage für dich, mein Freund. So. Du kannst nicht wechseln, du hängst jetzt in dem Kampf fest. So, ich setze den Schutzschild ein. Und hoffe das Beste. Hast du Erholung im Set, haben wir jetzt eine Arschkarte. Jo, die haben wir auch. Okay. Wahrscheinlich trägst du noch eine Bäre um den... Ne, du hast Überreste. Du hast Überreste. Ich dachte schon, du hast eine Bäre, um das zu heilen. Ne, Überreste. Was? Wir leben immer noch. Wir leben immer noch. Okay. Moroso könnten wir eine Starthilfe geben. Könnten wir. Da ich nicht weiß, ob er Schlafrede kann, will ich Glurak, das Einwechseln von Glurak nicht riskieren. Wir erkennen jetzt nur Siedewasser, Erholung. Und das war's. Das sind zwei Moves, die wir kennen. Wenn es jetzt auf Schlafrede ausgelegt ist, ich weiß es ja nicht. Deswegen, ich bleib drin, ich greife einfach an. Denn letzten Endes, es ist, ich weiß es nicht, was es kann. Schlafrede, sage ich doch. Eisstrahl. Okay. Warte mal. Wir wissen leider immer nicht, was das letzte Pokémon im Set ist. Glurak reinholen. So. Okay. Wir gehen mega. Das Blöde ist halt, wir können es nicht downbursten. Das ist das einzige Schlimme, was wir hier in dem Set haben. Uns fehlt das Potenzial, es down zu bursten. Da hätte ich jetzt zum Beispiel das normale Glurak Y viel lieber. Aber es ist halt ein alternatives Set. So. Jetzt wird die Attacke ab. Du hast echt Glück, mein Freund. Ja. So. Feuerwirbel.
Ist zwar nicht sehr effektiv, aber ist jetzt einge... Siedewasser. Selbst wenn die Sonne nicht da wäre, würde es uns sehr wenig Schaden machen. So. Jetzt kann ich auf Irrlicht setzen und danach muss ich aussetzen. Permanent. So. Jetzt geht es natürlich darum, einfach wer sitzt am längeren Hebel. So. Ich setze einfach mal den Ruheort ein. Das ist wahrscheinlich das seltsamste Set, was er jemals gesehen hat. Okay, er geht in die Erholungsphase. So. Jetzt versuche ich mal Amoroso reinzubringen. Da wir Wasserattacken ja hier eh im Moment nicht brauchen, müssen wir das anderweitig irgendwie schaffen. Eisstrahl. Resisten wir. Und seine Wassermoves resisten wir quasi auch durch das... Okay, durch die nicht mehr vorhandene Sonne. Okay. So. Wir können eigentlich nur auf Erdkräfte setzen. Das ist ja gerade die... Die Wasseroffensive würde mit Regen vielleicht was bringen. Aber einen Zug verschwenden dafür... Ich versuch's einfach so. Nee, das... Das könnte... Das könnte klappen. Schlafrede. Siedewasser. Oh, es burstet uns fast down damit. Amoroso hat halt die physische Defensive gefressen und nicht die spezielle. So. Schon zu Ende sein. Ist aufgewacht. Eisstrahl. Ich wollte gerade sagen, lache, wenn wir das jetzt überleben, mein Freund. Wow! Er hat es provoziert. Und sein Fehler wurde jetzt ihm zum Verhängnis. Zumindest was jetzt sein Suicune anging. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich sehe gerade, mein Akku, mein Power is going down. Bah! Gut, gerade so gerettet. Meine Fresse. Blöd, wenn man das Ladegerät im Schlafzimmer liegen lassen hat. Verdammt.
Okay, und ich sehe gerade mein Gegenüber. Ist ein Elevoltec. Physisch normalerweise stark. Das nehmen wir ihn jetzt mal fix ab. Stromstoß. Oh, er ist schneller. Ja. Er war fuck nochmal schneller. Gott. Okay, hätte ich gewusst, dass der Kampf so schnell jetzt endet, hätte ich mein Ladekabel nicht geholt. Sorry Leute, dafür. Ich hätte gedacht, ich hätte es eigentlich auf dem Schreibtisch liegen gehabt. Nein, es lag im Schlafzimmer. Nee. Okay. Das Elevoltec mit Stromstoß. Das will ich mal gerade nachgucken. Ich will mal wissen, wie schnell es ist. Um einfach mal so einen Vergleich zu meinen Pokémon ziehen zu können. 317 mit Max in allem. Okay. Warte mal, dann gehen wir mal ganz kurz. Die Base habe ich jetzt gar nicht geguckt. Die Base von 95 auch. Dürfte eigentlich sogar passen. Ich weiß halt die Base-Werte nie von allen auswendig. Nie. Das merke ich mir nie. So. Gucken wir mal ganz kurz bei Glurak. So. Glurak hat einen Base-Wert von 100. Okay, das heißt also, er muss wirklich ein maximales Investment reingesetzt haben in die Geschwindigkeit, um dieses Ziel zu ermöglichen. Oder er hat ein Wahl-Item in Gebrauch. Auf jeden Fall hat es uns jetzt auf jeden Fall downgeburstet. War klar, Glurak hat jetzt keinen Gegenüber gehabt, den er jetzt hätte bezwingen können. Weil es, wie gesagt, das war das speziell defensive Glurak. Ich habe mir aus X und Y ja spezielle und physisches defensive Sets ein bisschen reingemischt. Da ich halt gerne mal von der Meta abweiche. Für die, die es ja kennen. Allgemein hätten wir es geschafft, schneller als er zu sein, ihn zu verbrennen. Weiß ich nicht, ob der dann noch so viel Spaß gehabt hätte. Aber ich glaube auch nicht, dass wir letzten Endes das hätte besiegen können. Das einzige Pokémon, was das Elevoltec hätte schlagen können, wäre Amoroso gewesen, wenn es geregnet hätte. Anderweitig würde ich sagen, hätte es nicht gereicht. Auf keinen Fall. Gut. Aber wir haben zumindest das Pokémon besiegen können. Sogar richtig outplayen können. Was ich in dem Competitive Scene, was ich... kann es ja nicht sagen Competitive Scene, weil es in Competitive ist es ja in die Uber-Fassung reingerutscht. Deswegen bockt das ja nicht. Aber allgemein in dem Online-Battle-Bereich ist ja Kangama. Ja. Ich versuch's gerade irgendwie jugendgerecht auszudrücken, was mir aber jetzt nicht gelingen wird. Deswegen sage ich einfach dazu, denkt euch euren Teil mit einer... Nein, ich krieg's echt nicht jugendfrei raus. Okay, also denkt euch euren Teil, was ich zu Kangama in dem Punkt denke und wie Kangama sich sich bei ihrem Trainer glücklich macht. Ja, ich glaube, meine Andeutung ist, denke ich mal, so halbwegs jugendfrei rübergekommen. Und die es verstehen wollen, sollen es bitte auch so verstehen. Ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Online. Bis dahin.